Wir kommen nun zu den Damit geht es jetzt weiter mit dem Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Die zuständige Ministerin Julia Klöckner war ja schon mal hier im Bundestag, bevor sie dann im Mainz Fraktions- und Chefin wurde im Mainzer Landtag. Und jetzt kehrt sie also zurück hier auf die Bundesbühne als Ministerin für Landwirtschaft. Ein Schwerpunkt von Julia Klöckner für die kommenden 3,5 Jahre. Sie will die Zukunft der Landwirtschaft und die Diskussion in der Landwirtschaft versachlichen. Es gilt, wegzukommen aus ideologischen Kampfräumen, hat sie gesagt nach ihrer Vereidigung im Bundestag. Und sie betonte, dass ökologische und konventionelle Wirtschaften sowie Naturschutz und Landwirtschaft sich nicht ausschlössen, sondern zusammengehörten. Spannend dürfte auch die Frage sein, wie sie mit dem Problem Glyphosat umgeht. Glyphosat spielt durchaus auch in Rheinland-Pfalz eine Rolle beim Weinanbau. Und die Winzertochter muss eben als zuständige Ministerin hier den erklärten Willen der Koalition umsetzen und Glyphosat über kurz oder lang aus dem Markt nehmen. Also jetzt die erste Erklärung in der neuen Funktion als Ministerin von Julia Klöckner hier vor dem Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden, Zusammenhalt ist neu gewachsen. Dieses Zitat hat unsere Bundeskanzlerin vor 2 Tagen hier definiert. Und gerade der Bereich, über den wir heute hier debattieren, kann erheblich dazu beitragen, dieses Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhaltes auch zu erreichen. Verehrte Kollegen, unsere Bürger müssen spüren, dass wir uns um ihre Lebensthemen auch kümmern. Wenn wir heute über Ernährung, Landwirtschaft, Forsten, über Wein, Obst, Gemüse, Gartenbau, über Fischerei und Tierhaltung, über Biodiversität und starke ländliche Räume reden, dann sind das die Lebensthemen der Menschen in unserem Land. Denn hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um unser täglich Brot, um die Bewahrung der Schöpfung, um Tierwohl und um eine gute Zukunft für unser Land. Und deshalb ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch das Lebensministerium, liebe Kollegen. Diese Lebensthemen haben unsere Wertschätzung verdient. Lebensmittel sind unsere Mittel zum Leben. Und das ist nicht banal, das ist nicht unbedeutend, das ist systemrelevant. Und Wertschätzung für die, die jeden Morgen früh aufstehen und hart arbeiten, damit wir alle gesunde Lebensmittel haben. Wertschätzung für die, die gegen manches Vorurteil auch anzukämpfen haben. Ich freue mich sehr, dieses wichtige Haus führen zu dürfen, unterstützt durch meine beiden parlamentarischen Staatssekretäre Hans-Joachim Fuchtel und Michael Stübgen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir können uns alle glücklich schätzen, mehr als glücklich schätzen, in unserem Land keinen Hunger oder existenziellen Mangel erleben zu müssen, auch wenn nicht weniger einen knappen Geldbeutel haben oder das Leben schwer ist. Dennoch, in Deutschland haben wir eine große Auswahl an hochwertigen Lebensmitteln. Nehmen wir das zu selbstverständlich? Wir gehen in den Supermarkt, zum Hofladen, auf den Wochenmarkt, tummeln uns an der Theke, im Internet. Und seien wir ehrlich, wir machen uns viel zu wenig Gedanken, wie viel Aufwand, Sorgfalt, Herzblut, Arbeit in diesen Lebensmitteln steckt. Und Ernährungswirtschaft steht für Vielfalt, Qualität, Fülle von Lebensmitteln. Wir haben in Deutschland 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sind 80 Millionen individuelle Ernährungsexperten. Wenn wir die gesamte Lebensmittelkette betrachten, steht die Branche für jeden 9. Arbeitsplatz. Auch im Handel, in der Industrie, im Handwerk, vom Acker bis zur Theke. Und unfaire Handelsbedingungen haben hier nichts zu suchen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin stolz auf unsere Bauern, unsere Gärtner, Fischer, Forstwirte, Winzer, auf alle grünen Berufe, denn ihre Existenz ist im Interesse aller Verbraucher. Für sie will ich mich einsetzen und habe es auch getan. 1000 Milchbauern blieben nach der Insolvenz der Berliner Milcheinfuhrgesellschaft auf 900.000 Tonnen Milch sitzen, wertvolle Milch, die verdorben wäre. Mit dem Präsidenten des Raiffeisenverbandes konnte ich eine Vereinbarung treffen, dass
der größte Teil der Milch übernommen wird. Auch Liquiditäts- und Bürgschaftsprogramme der Rentenbank konnte ich anstoßen. Und ich möchte mich bedanken bei allen Kolleginnen aller Fraktionen, die mich auch darauf angesprochen haben. Aber, liebe Kollegen, ich will auch eines betonen, wovon ich überhaupt nichts halte. Wenn Milch werbewirksam ausgeschüttet wird, wie soll ich da den Verbrauchern noch vermitteln, dass dieses Produkt etwas wert ist? Die Verbraucher, verehrte Kollegen, sind anspruchsvoller und kritischer geworden. Sie setzen auf klare Herkunftserkennbarkeit, auf Regionalität, auch bei der Tierhaltung. Die Haltung der Tiere entspricht hohen europäischen Standards, aber es gibt immer schwarze Schafe, die das Image der gesamten Branche beschädigen, und sie müssen mit effektiven Strafen dann auch rechnen. Tiere sind Mitgeschöpfe, keine Maschinen. Lücken im Tierschutz müssen wir schließen. Ich will, dass es allen Tieren gut geht, dass Tierwohl sich lohnt für den Verbraucher, für den Tierhalter und für das Tier. Das muss klar erkennbar sein. Und deshalb will ich ein staatliches Tierwohllabel einführen. Bessere Standards müssen erkennbar sein. Das Label soll dem Verbraucher Orientierung geben, und er entscheidet, was ihm selbst Tierwohl dann auch wert ist. Fleisch und Wurst aus Tierhaltung mit hoher Lebensqualität der Tiere kostet auch mehr. Die Kosten dafür können aber nicht alleine die Bauern tragen. Ganz zentral, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist für mich dabei auch die Ernährungsbildung. Ich möchte, dass wir unseren Kindern von klein auf die besten Voraussetzungen geben. Ernährungsbildung gehört in die Schulen und in die Kitas. Ausgewogener Lebensstil ist wichtig. Warum? Weil Fehlernährung, Überernährung zugenommen haben. Wir müssen an die Ursachen ran. Ich bin nicht der Meinung, dass man allein Produkten oder einzelnen Rohstoffen die Schuld dafür geben kann. Das wäre zu kurz gesprungen. Wir müssen uns den Lebensstil als Ganzes anschauen. Dort aber, wo bewusst verwirrende und verbrauchertäuschende Kennzeichnungen angewandt werden, will ich Verbesserungen erreichen. Wahrheit und Klarheit sind mir wichtig und auch Alltagstauglichkeit. Nicht nur ich habe den Eindruck, dass manche Angaben zu Portions- und Verzehrsgrößen wenig mit der Lebensrealität der Bürger zu tun haben. Und noch immer werden zu viele Lebensmittel weggeworfen. Über 80 Kilogramm pro Kopf und Jahr, das Mindesthaltbarkeitsdatum wird häufig als Verfalls- oder Verbrauchsdatum missverstanden. Lebensmittelbetrug will ich bekämpfen und möchte noch eine engere Koordination mit den Ländern bei Lebensmittelsicherheit, aber auch bei der Tierseuchenbekämpfung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Ernährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz, das werde ich stärker in meinem Haus betonen. Manch einer hat noch ein zu allzu romantisches Bild, altmodisches Bild im Kopf, wenn er von der Agrarwirtschaft redet. Unsere Ernährungs- und Landwirtschaft, ja, die sind längst hochmodern. Viele unserer Bauern, die sind die Vorreiter in der Digitalisierung. Im Hightech-Stall werden Gesundheitszustand und Milchqualität per App auf das Handy des Bauern geschickt. GPS-gestützte Landmaschinen, ich bin jüngst so eine gefahren, die arbeiten auf dem Feld zentimetergenau. Precision Farming, das heißt, mit Präzision können wir Pflanzenschutzmittel, Dünger gezielt aufbringen, um der Menge nach dann auch zu reduzieren. Das will ich verstetigen. Das will ich am Ende auch in der Forschung, wie man das ausbauen will. Das ist schön, dass die FDP sich da jetzt mit einbringt. Ich freue mich darauf, dass Sie uns unterstützen wollen dabei, denn es geht um eine moderne Landwirtschaft, und dazu muss man auch regieren wollen. Und das verstetigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch am Ende, dass die Nachhaltigkeit von der Ackerfurche bis zur Cloud am Ende auch Schwerpunkt in meinem Haus werden muss, und dafür werde ich mich einsetzen. Ich werde mich aber auch dafür einsetzen, dass wir rauskommen aus diesen ideologischen Grabenkämpfen. Naturschutz und Landwirtschaft sind keine Gegensätze, sie gehören zusammen, und deshalb will ich mit der Kollegin Schulze auch ein gutes Einvernehmen finden. Uns geht es darum, Wälder, Wiesen, Flüsse zu schützen, aber auch zu nützen. Das geht Hand in Hand, und ich meine, wir sollten uns nicht in den Grabenkämpfen festhalten, sondern Rückenwind für unsere grünen Berufe auch auf europäischer Ebene dadurch geben. Naturschutz und Landwirtschaft, keine Gegensätze, und schauen wir uns konkret das Thema Bienen an. Klein, aber ganz groß, systemrelevant. Und wenn unsere Wissenschaftler mir sagen, dass die Neonics, ich kürze es jetzt ab,
dass sie zu Bienensterben führen. Ja, ich werde gemeinsam mit der Landwirtschaft und mit den europäischen Partnern eine Lösung finden. Was für Bienen schädlich ist, muss weg vom Markt, sonst sind irgendwann alle anderen weg vom Markt. Und ich weiß, dass unsere Bauern, Winzer, Gärtner, dass sie Respekt vor der Schöpfung haben. Und deshalb ist die Landwirtschaft auch ein Verbündeter des Naturschutzes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Hälfte unserer Bürger in Deutschland lebt in den ländlichen Regionen und lebt auch von den ländlichen Regionen. Und diese ländlichen Regionen sind die Kraftzentren in Deutschland. Sie stecken voller Innovation, Dynamik, doch sie brauchen gute Rahmenbedingungen, die will ich schaffen. Wir wollen die Ideen der Menschen in den ländlichen Regionen unterstützen und damit auch, dass ihr Zuhause eine Zukunft hat. Deshalb ist der ländliche Raum in meinem Ministerium richtig aufgehoben. Wir kennen uns dort aus und haben auch die Konzepte. Und gerade im ländlichen Raum engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Ehrenamt ist die Seele unseres Landes und das Fundament unserer ländlichen Räume. Und ich möchte ganz bewusst Danke sagen allen, die sich ehrenamtlich engagieren in diesem Land. Und explizit auch die vielen Landfrauen und die Landjugend. Wir wollen sie noch stärker unterstützen. Strukturschwache Regionen, dafür werden wir Geld in die Hand nehmen. Niemand soll sich abgehängt fühlen. Man kann sich ja mal versprechen. Ich glaube, auch das ist menschlich, oder? Niemand soll sich. Sie sind es doch gewesen, die neulich getwittert hat, ich würde hier nicht sitzen, während ich bei Kardinal Lehmann war. Ich finde, es kommt schon darauf an, einen Moment länger noch zu warten, bevor man sich äußert. Am Montag war ich in Brüssel beim Agrarrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dort spürt man, die europäische Agrarpolitik ist das zentrale Bindeglied zwischen den Mitgliedstaaten. Eine wichtige Säule ist die europäische Agrarpolitik für den Integrationsprozess und für die europäische Einigung. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um stabile Rahmenbedingungen der Europapolitik. Es geht aber auch darum, dass wir die Erwartungen der Bevölkerung an die Mittelvergabe, dass wir diesen Erwartungen auch mehr gerecht werden. Ich will entbürokratisieren und die Effektivität auch steigern, was die europäische Agrarpolitik anbelangt. Heute ist nicht genügend Raum und Platz, über GAP 2020 zu reden. Ich biete an, dies zu tun im Ausschuss oder in einer Extradebatte hier in diesem Haus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen allen biete ich eine gute Zusammenarbeit an. Wir haben nichts weniger zu tun, als für alle Menschen in unserem Land uns um diese Lebensthemen zu kümmern, die unser Land so lebenswert machen und die kommende Generation auch als Grundlage braucht. Herzlichen Dank. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat hier noch einmal den Fahrplan umrissen, die Schwerpunkte für die kommenden 3 Jahre. Erster Redner, der kommt von der AfD, das ist Peter Felser. Er ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlichen Glückwunsch im neuen Amt, verehrte Frau Ministerin. Sie brauchen viel Kraft, denn es stehen große Herausforderungen an. Denn wenn wir heute wieder in die Wahlkreise zurückfahren werden, werden wieder 15 Landwirte ihre Höfe geschlossen haben und dicht gemacht haben, weil sie nicht überleben können. Am Ende des Jahres werden 4.000 bis 5.000 Landwirte ihren Hof abgeschlossen haben. Hunderttausende Landwirte warten auf ein Signal gegen dieses Höfesterben. Davon lesen und hören wir aber nichts von Ihnen. Daher, Ihre Absichten stehen auf wackeligen Füßen. Was sind die Hintergründe? Schon vor einem Jahr hier in Berlin gab es im Auswärtigen Amt am 30. März einen Workshop zur Zukunft der Agrarpolitik im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2020. Man könnte auch sagen, es war ein Workshop gegen die Zukunft der Agrarpolitik. Warum? Professor Heinemann vom ZEW Mannheim rüttelte dabei an den Grundfesten der gemeinsamen Agrarpolitik seit den Fischler-Reformen 1992. Er fragte tatsächlich, ob die jährlich 45 Milliarden Euro, die bisher in die gemeinsame Agrarpolitik zur Verfügung standen, aus Sicht des EU-Zentralstaats nicht sinnvoller eingesetzt werden könnten. Ganz konkrete Vorschläge für die Lücke von 20 bis 30 Milliarden durch den Brexit,
für eine europäische Armee, ja auch für die Bewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise, für mehr Entwicklungshilfe oder gar für die Schulden Griechenlands. So werden Flüchtlinge, Griechen und Briten gegen die Bauern in Stellung gebracht. Divide et impera vom Feinsten. Die Studie hat die Bertelsmann Stiftung finanziert. Und das sogenannte Reflexionspapier lag bis Anfang September nur auf Englisch vor. Sollten deutsche Steuerzahler und Bauern in einem so frühen Stadium besser nicht mitdiskutieren dürfen? Man gewinnt den Eindruck, ja, die sollen überhaupt nicht gehört werden. Währenddessen, Frau Ministerin, stimmt Ihr Parteifreund Kommissar Oettinger die Bauern jetzt schon auf Kürzungen des Agrarhaushalts von 5 bis 10% ein. Wir haben es ja auch im Ausschuss diskutiert. Das macht gar nichts, sagt die EU-Kommissarin für Regionalpolitik Corinna Cretu. Die Mitgliedstaaten können ja per Kofinanzierung selbst einspringen. So selbstherrlich geriert sich Brüssel im Umgang mit seinen Bauern und Steuerzahlern. Na gut, wenn die Situation so ist, dann lautet der Gegensparvorschlag der AfD folgendermaßen. Wenn Brüssel für die GAP und für die Bauern weniger bezahlen möchte, dann wird die Kommission im Bereich Landwirtschaft deutlich verkleinert werden müssen. Dann müssen die britischen Parlamentssitze ersatzlos wegfallen. Dann wird die Gesetzgebungs- und Regelungskompetenz der EU im Bereich Landwirtschaft drastisch beschnitten werden müssen. Die EU möchte weniger zahlen, möchte weniger arbeiten, aber weiter alles kontrollieren und noch mehr Geld bekommen. Diese Zentralstaatsattitüde hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken der Wirtschafts- und Friedensunion der Völker und Staaten von Europa zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Baustelle, ganz wichtig, im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere, Sie wollen die bäuerlich-unternehmerische, familiengeführte und regional verwurzelte Landwirtschaft stärken. Zitat Ende, so ähnlich steht es auch bei uns im Programm. Aber wer sind denn die familiengeführten bäuerlichen Höfe? Das sind doch die Familien, die in der Früh um 5 Uhr aufstehen müssen. Die ganze Familie muss mithelfen, den ganzen Tag arbeiten und dann am Schluss keinen fairen Preis für ihre Produkte zu bekommen und kein faires Auskommen zu haben. So sieht es doch aus, Frau Ministerin, das Höfesterben und der Konzentrationsprozess der Landwirtschaft sind kein Naturgesetz. Lassen Sie mich schließen mit dem Thema Landgrabbing. Wir haben laut Thünen-Institut immer mehr Betriebe, die von Investoren geführt werden. Durch die Nullzinspolitik fließt immer mehr Geld in diese Betriebe. Der Landwirt selber verliert immer mehr an Ackerbau. Damit verliert das Grundstücksverkehrsgesetz faktisch seine Schutzwirkung. Ich fordere Sie auf, sehen Sie nicht weitere 12 Jahre zu, machen Sie dem Landgrabbing ein Ende. Damit helfen wir den Familienbetrieben, damit helfen wir den bäuerlichen Betrieben in ihrer Heimat. Investieren wir nicht in 98 neue Posten beim Heimatministerium, investieren wir in einen starken Bauernstand. Dankeschön. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Ursula Schulte von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die heutige Debatte gibt uns Parlamentariern noch einmal die Gelegenheit, auf Projekte hinzuweisen, die uns besonders wichtig sind. Das will ich für meinen Bereich Ernährungspolitik und gesundheitlichen Verbraucherschutz auch gerne tun. Zuerst möchte ich aber der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Klöckner, zu ihrer Ernennung ganz herzlich gratulieren. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffe, dass die Ernährungspolitik in Ihrem Hause einen höheren Stellenwert bekommt, Frau Ministerin. Und nach Ihrer Einstiegsrede bin ich fast sicher, dass das so sein wird. Der Koalitionsvertrag sieht eine Reihe von guten Ansätzen für den Bereich Ernährungspolitik und gesundheitlichen Verbraucherschutz vor. Noch vor 2 Monaten habe ich anlässlich der Debatte zur Internationalen Grünen Woche klare Regelungen für eine nationale Reduktionsstrategie gefordert. Nun steht genau das im Koalitionsvertrag, und darüber freue ich mich wirklich sehr. Und ich hoffe, dass die Strategie nun zügig ausgearbeitet und umgesetzt wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle aus persönlichen Erfahrungen, wie schwierig es ist, unser Ernährungsverhalten zu verändern. Daher begrüße ich den Weg für gesündere Produkte, den das Max-Rubner-Institut vorgeschlagen hat. Das Institut regt an, die Rezepturen verarbeiteter Lebensmittel zu verändern. Verändern, weil das Weglassen bestimmter Zutaten auch nicht so einfach funktioniert, da Zucker, Salz und Fett in den Produkten durchaus eine Funktion haben. Am einfachsten wäre die Reduzierung beim Salz, habe ich mir sagen lassen. Einige Unternehmen sind auch schon dabei, die Rezepturen entsprechend zu ändern oder haben es sogar schon getan. Und das sollten wir als Politiker unterstützen und fördern. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir im COA-Vertrag die ersten 1000 Tage eines Menschen in den Blick nehmen. Viele Experten weisen gerade auf die Bedeutung dieses Lebensabschnittes hin. In dieser Phase werden nämlich die entscheidenden Weichen für die Entwicklung der Kinder gestellt. Eine falsche Ernährung, das Fehlen von Vitaminen und Spurenelementen kann die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder beeinträchtigen. Deshalb ist es so sinnvoll, dass wir dieses Thema im Rahmen des Aktionsplanes in Form in den COA-Vertrag aufgenommen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil fördern, wenn wir ernährungsbedingte Krankheiten bekämpfen und wenn wir den gesundheitlichen Verbraucherschutz stärken wollen, dann müssen wir das Wissen um die Ernährung verbessern. Am sinnvollsten wäre es, wenn wir damit in den Kitas und Schulen anfangen. Ernährungsbildung gehört für mich einfach in die entsprechenden Lehrpläne. Und ich habe sehr gerne gehört, was Sie zu diesem Thema gesagt haben. Es wäre doch gelacht, wenn wir da nichts hinbekommen würden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand von uns kann den Zusammenhang zwischen Armut und ungesunder Ernährung noch leugnen. Es ist auch keine neue Erkenntnis, dass mit sinkendem sozialen Status sowohl die Erkrankungshäufigkeit als auch die vorzeitige Sterblichkeit ansteigt. Die Ursachen sind wie immer sehr vielschichtig, aber wer wenig Geld hat, ist eben auf billige Produkte angewiesen und verschleppt sogar manchmal den Gang zum Arzt. Man kann als Politiker vor diesen Tatsachen die Augen nicht mehr verschließen und man muss auch im Interesse einer gesunden Ernährung die Armutsbekämpfung ganz oben auf die Agenda setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über den Ganztag in Kitas und Schulen sprechen, dann müssen wir Ernährung zwingend gleich mitdenken. In meiner Heimatstadt werden in einer Grundschule die Mahlzeiten von einer Landfrau zubereitet. Sie kauft regional ein, kocht gesund und ausgewogen. Die Kinder bestellen mit und alle sind rundum zufrieden. Ich rege an, darüber nachzudenken, ob man diese Zusammenarbeit zwischen Landfrauen und Schulen nicht als Projekt auf den Weg bringen kann. Ebenso sollte man darüber nachdenken, eine Kampagne zum Verzehr von Gemüse zu starten. Gesundes Essen positiv zu vermarkten, das muss doch unser Ziel sein. Verbote und Vorschriften sind nicht der richtige Weg. Für mich gehört die Ernährungsbildung ohne Wenn und Aber zur Verbraucherbildung. Bürgerinnen und Bürger müssen in die Lage versetzt werden, ihr Wissen zu erwerben, um auch gute Konsumentscheidungen treffen zu können. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten gesunde Produkte auch auf einen Blick erkennen können. Ich erinnere hier noch mal an die Lebensmittelampel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser aller Leben wird immer hektischer. Die vielen Fertigprodukte, die wir in den Regalen und in den Tiefkühltruhen sehen, spiegeln das wider. In unserer schnelllebigen Zeit scheint Essen lediglich der reinen Nahrungsaufnahme zu dienen. Das ist wirklich schade und kein guter Trend. Essen, zumal gemeinsames Essen, besitzt einen kulturellen und sozialen Aspekt. Es ist wichtig, dass man sich Zeit für gemeinsame Mahlzeiten nimmt. Dies gilt gerade für Familien. Gemeinsame Mahlzeit mit guten Gesprächen, das ist sinnvoll miteinander verbrachte Zeit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ursula Schulte von der SPD spricht hier eine Binsenwahrheit klar aus. In der Tat, ein gemeinsames Essen wäre wichtig. Auch eine Kampagne für gesundes Essen ist durchaus zu begrüßen und wäre vielleicht auch dringend notwendig. Gero Clemens Hocker jetzt für die FDP, Sprecher für Landwirtschaftspolitik. Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Kollege Faeser, erlauben Sie mir nur ganz kurz ein Wort zu Ihnen. Sie behauptet haben, dass unsere Landwirte nicht in der Lage wären, in englischer Sprache verfasste Texte zu verstehen. Ich sage Ihnen eins, Sie sollten Ihr Bild unserer Landwirtschaft und über die Menschen vor Ort überprüfen. Das sind alles bestens ausgebildete Männer und Frauen. Das sind keine Hinterwäldler, sondern mittelständische Unternehmen. Und da sollten Sie sich fragen, ob Sie tatsächlich den richtigen Eindruck unserer Landwirte haben. Aber Frau Ministerin, ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrem Amt, dass Sie ja antreten in einer Zeit, die für unsere landwirtschaftlichen Betriebe nicht einfach ist. Vielen Betrieben geht es nicht gut. Nicht gut, weil die Auflagen, die Politik Ihnen macht, häufig genug Ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Nicht gut geht, weil genau diese Betriebe beim Grundwasserschutz
bei der Luftreinhaltung, bei der Bekämpfung von Multiresistenzen häufig genug pauschal die Probleme in die Schuhe geschoben bekommen, die wir eigentlich gesamtgesellschaftlich angehen müssten und die übrigens ohne das Zutun des Verbrauchers auch gar nicht gelöst werden können. Aber vor allem, meine Damen und Herren, nicht gut geht, weil sich übrigens auch in den letzten 4 Jahren das Klima für unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland zusätzlich verschlechtert hat. Ich appelliere an Sie, dass Sie bitte in den kommenden Jahren mit der Wertschätzung unseren Landwirten entgegentreten, die sie verdient, meine Damen und Herren. Denn über eins müssen wir uns klar sein. Wenn Kinder von Landwirten in der Schule oder in der Kita wegen des Berufes ihrer Eltern gehänselt werden, wenn viele Verbraucher andere Standards fordern, aber nicht bereit sind, auch einen höheren Preis für diese Standards zu bezahlen, und schließlich, wenn sogenannte Aktivisten in Ställe einbrechen, Hausfriedensbruch begehen, Gesetze ganz bewusst überschreiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Teile der Gesellschaft, aber auch Teile der Politik das tolerieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sind das massive gesellschaftliche Veränderungen, Frau Ministerin. Und wir werden Sie daran messen, ob Sie tatsächlich glauben, diese Probleme weglächeln zu können oder ob Sie tatsächlich mit Rückgrat und mit Haltung sich gegen die systematische Stigmatisierung unserer landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland zur Wehr setzen, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch. Von wem? Von Frau von Storch. Selbstverständlich. Vielen Dank. Ich habe nur eine sehr kurze Frage. Sie haben gerade gesagt, wir sollten nicht annehmen, dass die Bauern Hinterwäldler wären. Die würden selbstverständlich Englisch sprechen. Sind Sie der Meinung, dass Menschen, die kein Englisch sprechen, Hinterwäldler sind? Verehrte Frau Kollegin Storch, glauben Sie bitte nicht, dass in diesem Fall Angriff die beste Verteidigung ist. Ihr Kollege hat eben behauptet, dass ein Papier aus Brüssel, weil es in englischer Sprache verfasst wurde, von den Landwirten nicht verstanden werden könnte. Und diese Behauptung ist falsch, weil unsere Landwirte bestens ausgebildet sind. Und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen machen die Betriebe in Deutschland weiter, häufig genug übrigens nicht wegen, sondern trotz der Politik. Obwohl sich Menschen auf dem Land häufig genug abgehängt fühlen von Verkehrsströmen, von Infrastruktur, von digitaler Infrastruktur, weil die schulische, weil die medizinische Versorgung nicht so ist, wie sie vielleicht sein könnte. Sie machen weiter, weil ihre Familien schon seit Jahrhunderten teilweise ihre Höfe bewirtschaften und weil sie insgeheim davon träumen, dass ihre Söhne und Töchter in ihre eigenen Fußstapfen treten und das weiterführen, was sie selber aufgebaut haben. Sie machen weiter, weil sie nicht irgendwelchen Organisationen da draußen die Meinungshoheit überlassen wollen, die es zu einem Geschäftsmodell gemacht haben, mit dem schlechten Gewissen und häufig genug auch mit der Unwissenheit vieler Spenden einzusammeln, meine Damen und Herren. Und sie machen weiter, vor allem, weil sie Verantwortung verspüren für ihre Betriebe, für die Zukunft ihrer Tiere, für Flächen, für Wasser, Luft und Boden. Deswegen sage ich es ganz unumwunden, ich habe großen Respekt vor dem Verantwortungsbewusstsein und dem Durchhaltevermögen unserer landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich darf Ihnen das ankündigen, Frau Ministerin, wir werden als Opposition immer dann den Finger in die Wunde legen, wenn wir der Meinung sind, dass Sie einem falschen Zeitgeist hinterherlaufen. Und wir werden Sie und Ihr Haus immer dann konstruktiv begleiten, wenn wir den Eindruck haben, dass Sie unsere mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe fit machen für die Zukunft, wenn Sie Entbürokratisierung fördern und unsinnige Vorgaben abschaffen, wenn Sie technische Innovationen ermöglichen, die Digitalisierung, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie das Thema erwähnt haben, im ländlichen Raum voranbringen. Aber übrigens auch, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, wenn Sie Erkenntnissen von Wissenschaft und Forschung in diesem Hohen Hause wieder mehr Raum geben, anstatt mit Halb- oder Unwahrheiten, wie das einige tun, politisches Kapital gewinnen zu wollen, meine Damen und Herren. Deswegen appelliere ich an Sie, Frau Ministerin, dass Sie bitte schön innerhalb des Kabinetts sind, dass Sie eingebunden sein werden, und das wird schwierig genug sein, sich als Anwalt der Betriebe, der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland verstehen. Das sind Sie Ihnen aufgrund Ihrer besonderen Bedeutung schuldig. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über den Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Der nächste Sprecher kommt von der Linken, ist Sprecher für Verbraucherschutz und Sprecher für Tierschutz. Ist eine Dame, Amira Mohamed Ali von der Linken. Ne?
Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Die Regierung hält weiterhin an ihrer verfehlten Landwirtschaftspolitik fest, die darauf abzielt, dass Deutschland ein ganzes Drittel seiner Agrarprodukte exportiert. Die Linke hält das für falsch. Die Folgen dieser Politik sind nachweislich verheerend. Warum? Die EU gibt jährlich 55 Milliarden Euro für Agrarsubventionen aus, die diese Exportmenge erst ermöglichen. Das sind rund 40% ihres gesamten Budgets. Also mehr Geld, als für Migrations-, Klima- und sogar Verteidigungsfragen insgesamt zur Verfügung steht. Bevorzugt werden dabei die Großbetriebe, denn entscheidend für die Höhe der Subvention ist die Fläche. Und das führt dazu, dass kleine bäuerliche Betriebe nicht mehr mithalten können und kaputt gehen. Aber es geht noch weiter. Die staatlich geförderte Milch- und Fleischüberproduktion in Deutschland und in der EU überflutet die Märkte der sogenannten Dritten Welt und zerstört vor Ort die heimische Produktion. Wir, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, bezahlen also die Subventionen, damit die Produkte billiger exportiert werden können. Und die Bauern in den Ländern, in die wir exportieren, werden damit in den Ruin und in die Armut getrieben. Und dann zahlen wir wiederum für die Entwicklungshilfe für diese Länder. Was für ein absurder, irrsinniger Kreislauf. Aber wer profitiert davon? Nicht die Menschen in den Ländern, in die wir exportieren, das ist schon mal klar. Profitieren die Menschen hier in Deutschland? Nein. Die kleinbäuerlichen Betriebe, die verdrängt werden, die profitieren nicht. Nicht die Menschen, die neben den Megastellen oder neben den überdüngten Feldern wohnen, also da, wo es fast das ganze Jahr nach Gülle riecht. Profitieren die Verbraucherinnen und Verbraucher, die billiges Fleisch kaufen können? Nein, auch die profitieren nicht. Fleisch, das unter katastrophalen Arbeitsbedingungen und unerträglichem Tierleid produziert wird. Fleisch von Tieren, die ihr kurzes Leben lang mit Antibiotika vollgepumpt werden, weil sie so dicht gedrängt im Stall stehen, dass wenn ein Tier krank wird, gleich alle Tiere krank werden. Das wollen die Menschen nicht. Und hätten wir bessere Kennzeichnungspflichten darüber, wie die Tiere gehalten, ob sie mit Antibiotika oder Hormonen behandelt wurden, dann würde sich das Kaufverhalten radikal ändern. Davon bin ich überzeugt. Bei der Eierkennzeichnung hat das auch funktioniert. Der Koalitionsvertrag enthält vage Forderungen über ein freiwilliges staatliches Tierschutzlabel. Aber ich sage Ihnen, vage, unverbindliche Anforderungen, die reichen nicht aus. An 12 Stellen in Niedersachsen, wo ich lebe, wurden kürzlich Proben an Badeseen, Flüssen und Bächen entnommen. Und in allen Proben, ich wiederhole das nochmal, in allen Proben wurden Keime nachgewiesen, denen mindestens 3 der 4 Standardantibiotika nichts mehr anhaben können. Antibiotikaresistente Keime. Auch das ist ein Abfallprodukt der Megastelle, in dem mit Antibiotika herumgeaßt wird, als gäbe es keinen Morgen. Und wenn Sie so weitermachen, dann gibt es das wirklich nicht. Ihre Landwirtschaftspolitik ist auch gesundheitspolitisch absolut unverantwortlich, meine Damen und Herren von der Regierung. Die Menschen sorgen sich und sie fragen sich zu Recht. Die Menschen sorgen sich und sie fragen sich zu Recht, können unsere Kinder im Sommer noch unbesorgt im Badesee schwimmen gehen? Das ist doch alarmierend. Auf was für eine Zukunft steuern wir denn dahin? Und wofür? Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hocker. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass ich diese Zwischenfrage stellen darf. Ich würde von Ihnen gerne wissen, welche wissenschaftliche Studie Ihrem Redetext zugrunde liegt, wenn Sie behaupten, dass die Landwirte in Niedersachsen, wo die Studie dann diese angebliche Studie stattgefunden hat, die der NDR in Auftrag gegeben hat, welche Grundlage Sie haben dafür zu behaupten, dass es die Landwirte sind, die verantwortlich sind für diese Multiresistenzen? Wissen Sie, Herr Kollege, ich habe nicht gesagt, dass es die Landwirte sind. Ich habe gesagt, es ist ein Ergebnis der lassen Sie mich doch auch sprechen, Herr Kollege. Danke. Ich habe Sie doch auch ausreden lassen. Ich habe gesagt, es ist ein Ergebnis der Megastelle und der Antibiotika-Überbehandlung. Und das ist nachgewiesen. Ich habe Sie noch gerade gesagt, an allen Stellen wurden antibiotikaresistente Keime gefunden. Finden Sie das nicht alarmierend? Ich finde das alarmierend. Und die Ursache ist die Antibiotika-Übergebrauch. Gut, danke schön. Ich setze meine Rede jetzt fort. Die Menschen sorgen sich und sie fragen sich zu Recht, ob sie selbst und ihre Kinder im Sommer noch in Badeseen unbesorgt schwimmen gehen können. Und ich finde das alarmierend. Ich habe es gerade schon gesagt. Wer profitiert von dieser Politik?
Wer profitiert von der Exportorientierung und der Subventionspolitik? Es sind die Großbetriebe, und das auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher, auf Kosten der regionalen Betriebe und auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Die Linke sagt, damit muss Schluss sein. Die Bundesregierung kniet vor der Agrarlobby. Stehen Sie endlich auf! Die regionalen, ökologisch nachhaltig arbeitenden Betriebe, die brauchen unsere Unterstützung. Wir brauchen insgesamt eine deutliche Erhöhung der Mittel für die ländliche Entwicklung. Davon profitieren die regionalen Wirtschaftskreisläufe, die Kommunen, die Regionen, die Menschen und auch die Tiere. Und als Tierschützerin möchte ich hier noch etwas sagen. Es ist insbesondere der Konkurrenzkampf und Preisdruck unter den großen Landwirtschaftsbetrieben, der zu den überlangen, qualvollen Tiertransporten führt. Tiere werden quer durch Europa und ins Ausland gekarrt, weil der eine Abnehmer zum Zeitpunkt X ein paar Cent mehr pro Kilo bezahlt. Ja, wo leben wir denn? Das sind keine Pakete, das sind Lebewesen, die Hunger haben, die Durst haben, die Schmerzen fühlen und die Angst empfinden. Und glauben Sie mir, all das fühlen die Tiere auf den überlangen Transporten. Und da nützt auch das Bild vom lächelnden Schwein auf den Tiertransportern nichts. Damit muss Schluss sein. Die Linke fordert daher eine Begrenzung der reinen Transportzeiten auf maximal 4 Stunden. Mit dieser Maßnahme kommen wir automatisch weg von den riesigen Massenschlachtereien, wo im Akkord täglich tausende Tiere geschlachtet werden, und hin zu einer regionalen Schlachtung in den kleinen Betrieben. Und ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen. Als verbraucherschutzpolitische Sprecherin meiner Fraktion erreichen mich in diesen Tagen viele Anfragen zum Thema Mikroplastik in Lebensmitteln. Nachdem nun im Mineralwasser aus Plastikflaschen zum Teil tausende Teilchen Mikroplastik pro Liter nachgewiesen werden konnten und das Plastik auch in Honig und Meersalz gefunden wurde, fragen sich viele Menschen, welche Auswirkungen das auf ihre Gesundheit hat. Die Menschen sind beunruhigt, und das kann ich gut verstehen, umso mehr, weil keiner aktuell eine Antwort auf diese Frage hat. Die Linke fordert die Bundesregierung auf, sofort zu handeln und Fördermittel für die Forschung bereitzustellen. Wir müssen wissen, in welchen Lebensmitteln das Mikroplastik noch enthalten ist, wie es hineingelangt, welche Auswirkungen es auf die Menschen hat und vor allem, wie wir das Plastik aus unserer Nahrung heraushalten können. Denn da hat es überhaupt nichts zu suchen. Dieses Land erlebt nun schon das 13. Regierungsjahr unter einer von Frau Merkel geführten Koalition. Für die Landwirtschaft, die Umwelt, aber auch für die Verbraucherrechte waren das keine guten Jahre. Wir als Linke werden weiter an der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Verbände, der Initiativen und der Menschen in diesem Land stehen und weiter dafür kämpfen, dass die Menschen und die Natur an erster Stelle stehen und nicht der Profit der großen Konzerne. Danke schön. Die nächste Rednerin ist Renate Künast von den Bündnisgrünen. Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder war sie vom Jahr 2001 bis 2005 Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und immer noch geht sie am Stock, denn sie hatte einen Unfall im Urlaub, hat sich den Fuß gebrochen. Das ist aber schon sehr lange her, aber so eine Fußverletzung, das dauert. Ich lege ihn gleich hin, ne? Ich lege ihn gleich hin, meine Damen und Herren, Herr Präsident, bevor ich, wenn ich auf den Tisch schaue, dass die Gehhilfe sowieso nach unten fällt. Frau Ministerin, erstmal höchst herzlichen Glückwunsch. Da ist sie zu ihrem Amt. In einem haben Sie auf alle Fälle recht. Das ist das schönste Ministerium. Ja, auch wenn Sie das Wort Lebensministerium ein bisschen gestohlen haben bei den Österreichern, die das schon jahrelang machen, aber ich glaube, dass es da tatsächlich auch um Lebensgrundlagen geht. Unser aller, was wir essen, was wir trinken, dem Erhalt der Lebensgrundlagen, der Grundlagen der Schöpfung und eben auch dem Erhalt der Grundlagen, die man für gutes bäuerliches Wirtschaften braucht, um auf dieser Basis Jobs zu haben. Sie haben, muss ich sagen, jetzt habe ich Sie zu Beginn mal beglückwünscht und Gemeinsamkeiten festgestellt, jetzt komme ich zu dem anderen Teil. Ja? Der dauert länger. Sie haben alle Schlüsselworte benannt und sie wirklich mit Absichtserklärungen vorgelegt und strahlend vorgetragen. Aber ich finde, am Ende war es für alle nichts Konkretes, ehrlich gesagt. Nämlich die Tierhaltung. Die Kunden sagen, sie haben das Recht zu wissen, was drin ist, wie es produziert wurde, wie die Tiere gehalten wurde. Da haben sie jetzt allgemein ein Tierwohl-Label angekündigt, aber sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie eigentlich damit umgehen. Das ist ja, das jetzt eigentlich fast schon gibt. Nachdem Lidl angekündigt hat, das jetzt zu machen, der Lebensmittelhandel, der Rest zieht jetzt hinterher. Die treffen sich aktuell und werden in wenigen Wochen und Monaten auf der Basis dessen, was am Markt ist,
Label und Kennzeichnung anbieten. Da können Sie sich nachher allenfalls in ein, zwei Jahren dranhängen und sagen, das war eigentlich ich. Ich glaube aber, es war die Bewegung draußen, die das im Wesentlichen gemacht hat. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das, was da immerhin von der Struktur her aufgelegt wird, gar nicht reichen wird, sondern die Bewegung und einige, die hier im Parlament aktiv sind, das weiter treiben werden, weil wir natürlich sagen werden, 10% mehr Platz und ein Spielzeug mehr in der Schweinebucht reicht eben nicht aus, meine Damen und Herren. Es reicht übrigens auch nicht aus, wenn Sie, Frau Klöckner, sagen, wir werden in Zukunft die tollen digitalisierten Ställe haben. Die werden wir vielleicht auch haben. Aber wenn wir wirklich an Tierhaltung und Tierschutz rangehen und an die Interessen der Kundinnen und Kunden, ist die Zielstellung nicht der digitalisierte Stall, sondern die Zielstellung heißt, die Sau muss raus. Und Sie wissen, andere Länder haben das längst angefangen. Holland mit dem Schwein der Zukunft, meine Damen und Herren. Was wir also brauchen, ist eher der Trieb, eine gute Kennzeichnung, eine klare und einfach verständliche Kennzeichnung vom Fleisch über Wurst bis verarbeitetes Ei. Ich kann Ihnen mal nur sagen, da brauchen wir noch mehr. Sie haben gesagt, Lücken schließen. Aber dann gehen Sie mal ran an die quälenden, langen Tiertransporte. Gehen Sie ran, dass viele Tiere noch anhaltenden Schmerz, gerade am Ende ihres Lebens vor der Schlachtung haben, dass Nottötungen nicht tierschutzgerecht sind, meine Damen und Herren. Und dass wir tatsächlich Tierversuche reduzieren und nicht stecken bleiben. Dazu haben Sie nichts gesagt, eigentlich. Nichts Konkretes. Ich bin aber der festen Überzeugung, Planungssicherheit für Landwirte und wirtschaftliche Chancen gibt es nur, wenn wir klare Kennzeichnung haben und dadurch gesellschaftliche Akzeptanz wiederherstellen. Nämlich die Pestizide konkret, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Da kommen Sie mit Precision Farming im Zweifelsfall, aber ich sage, die allgemeine Formulierung, auch in Richtung SPD, für eine Minderung von Glyphosat und Pestiziden umweltverträglich, meine Damen und Herren, wie soll das gehen? Es ist immer ein Eingriff in die Umwelt, ein unnatürlicher Eingriff in die Umwelt. Und wir haben so viel gelesen über 75% Verlust an Bienen und bestäubenden Insekten, Verlust der Vögel, gerade auch in Frankreich, meine Damen und Herren. Wenn man wirklich eine Biodiversitätsstrategie hat, wenn man Insektenschutz machen will, dann darf man nicht eines tun, nur warme Worte machen und am Ende mit Fördertatbeständen diese warmen Worte doch wieder konterkarieren. Reduzieren wir jetzt massiv und geben wir konkrete, machen wir konkrete Vorgaben. Und das Stichwort Neonicotinoide, Frau Klöckner, mit dem vergleiche ich Sie nicht, sorry. Aber da das Wort als nächstes da steht, habe ich mich versprochen. Also Ihr Vorgänger, Herr Schmidt, der jetzt auch noch die Deutsche Bahn ins Unglück reißen soll, sagte im November 2017 im EU-Rat, wenn die EFSA den Beweis erbringt, dass es schädlich ist, dann wird Deutschland dem Verbot zustimmen. Jetzt kommen Sie, nachdem die EFSA gesagt hat, es ist so, sagen Sie, eigentlich faktisch gerade in Brüssel, wir wissen es noch nicht genau, wir müssen noch mal reden, noch mal nachdenken. Und ich habe den Verdacht, Sie arbeiten nur daran, möglichst viele Ausnahmen in diese Geschichte zu machen. Fassen Sie sich doch ein Herz. Sie brauchen auf keine wissenschaftliche Diskussion zu warten, weil es gibt keine wissenschaftliche Diskussion mehr. Sie sind alle einer Meinung, sagen Sie ja zum Verbot der Neonicotinoide, wie es vorgeschlagen ist. Und selbst die DLG, ein Fachunternehmen sozusagen, ein Fachverband, sagt, die Zukunft heißt gute fachliche Praxis. Und gute fachliche Praxis heißt Fruchtfolge, meine Damen und Herren. Und dann sage ich Ihnen, man kann nur eins machen. Schützen Sie die Grundlagen des Lebens, schützen Sie die Grundlagen guter bäuerlicher Betriebe statt die Profite der Agrarchemie. Ich freue mich mit Ihnen auf die Debatte, die wir haben werden zur EU-Agrarreform und sage Ihnen schon mal eins. Sie werden sagen müssen, wie Sie wegkommen wollen aus den alten Strukturen, die die heutigen Probleme geschafft haben und neue Strukturen schaffen wollen und nicht nur so ein bisschen in der Geschichte rumpitschern. Wie wird das Geld in Zukunft zielgerichtet ausgegeben, sodass es nicht bei den Unternehmen ankommt, sondern die Leistungen von Bauernfamilien finanziert, meine Damen und Herren. Und das werden Sie nicht mit Ihrer Exportstrategie und immer mehr Tonnen Rindfleisch über Mercosur, mit Australien, mit Neuseeland, überall schließen Sie Abkommen, Handelsabkommen, Autos und Dienstleistungen gegen Rindfleisch, aber das hilft doch unseren Landwirten nicht, meine Damen und Herren. Und über allem, mein letzter Gedanke steht,
Geben Sie endlich zu, dass die Kunden, die Verbraucher ein Recht haben, zu wissen, was drin ist. Bei alter und bei neuer Gentechnik und auch bei der Ernährung, meine Damen und Herren. Wir wollen eine ordentliche Kennzeichnung. Wir wollen eines, dass bei der guten Ernährung, auch was Chemierückstände in der Ernährung anbetrifft, wir immer sagen, wir schützen in Zukunft unsere Kinder und nicht die finanziellen Interessen der Agrarchemie, meine Damen und Herren. Wir wollen ein ehrgeiziges Programm, ein wirklich ehrgeiziges Programm. Und da sage ich an die Vorrednerin von der SPD, wir brauchen in Wahrheit keine Gemüsekampagne. Wir haben seit 10, 15 Jahren, reden wir über 5 am Tag Gemüse und sondern wir müssen jetzt mal Fakten schaffen, die zum Beispiel heißen können, die Grundlagen, die Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind die Mindestkriterien in Kindergärten, Schulen, Studentenwerken und überall. Wir müssen endlich im Ernährungsbereich dafür sorgen, dass mehr Bio, mehr regional, mehr saisonal gegessen wird und dass wir sowohl gesundes Essen als auch fair hergestelltes Essen bringen und dass wir zeitgleich mit unserer Produktion die Biodiversität schützen und den Bauern Absatzmöglichkeiten geben. Die Landwirtschaft ist nicht irgendwo. Ihre Zukunft liegt darin, dass sie ihren Beitrag leistet und wir die Finanzströme danach ausrichten. Die Sau muss raus. Eine der Forderungen von Renate Künast. Und bei dieser Gelegenheit, meine Damen und Herren, darf ich noch sagen, dass wir auf die Ergebnisse vom EU-Gipfel aus Brüssel warten. Angela Merkel und Emmanuel Macron haben eine Pressekonferenz angekündigt und wir werden die hier Ihnen natürlich dann auch live zeigen. Albert Stegemann jetzt für die CDU-CSU. Ministerin Julia Klöckner, herzlich für Ihre gelungene Rede danken. Für das neue Amt wünsche ich gutes Gelingen, Gottes Segen und eine gute Portion Glück. Auch das braucht man hin und wieder in einem solchen Amt. Guten Gewissens kann ich für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sprechen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vor allen Dingen freuen wir uns aber, dass es nun endlich mit der praktischen Arbeit losgeht. Viele in der Branche, sowohl in der Politik als auch im Berufsstand, hoffen auf einen Aufbruch. Wir hoffen nicht nur, nein, wir spüren geradezu, wie es jetzt mit Power zur Sache geht und wie jetzt durchgestartet wird. Diese Agilität steckt an und macht Freude. Das ist gut, denn die Themen warten nicht. Wie beispielsweise zuletzt bei der Insolvenz der Berliner Milcheinfuhrgesellschaft. Die guten Kontakte, wie eben erwähnt, zum Raiffeisenverband wurden rasch genutzt, um den Milcherzeugern schnell und unbürokratisch zu helfen. Vielen Dank für diese unkomplizierte Hilfe, ohne Umschweife, ohne viele Anträge oder langen Diskussionen. Danke dafür. Eine große Hoffnung und Sehnsucht verspüre ich ebenfalls im Berufsstand. Die Branche befindet sich in einer schwierigen Gemütslage. Worum geht's? Es fehlt an Anerkennung für die geleistete Arbeit. Landwirtschaft war immer ein elementarer Bestandteil der Gesellschaft. Prägend war das Miteinander, nie das Gegeneinander. Diese enge Verbindung wird deutlich an Erntedankfesten, an gut gemeinten Bauernregeln oder ähnlichen Überlieferungen, die bis heute einen festen Platz im Alltag der Menschen haben. Landwirte standen wie selbstverständlich im Einklang mit ihrem Umfeld. Das ist heute leider nicht mehr überall der Fall. Hier ist eine Kluft entstanden, vielmehr noch in den letzten Jahren ist hier etwas zerbrochen. Als Politik muss es unsere Aufgabe sein, die Landwirtschaft bei der Lösung dieses Konfliktes zu unterstützen. Unser Ziel muss es daher sein, Brücken zu bauen und wieder zusammenzuführen. Sicherlich gab es auch Verfehlungen einzelner Betriebe, die das Bild der modernen Landwirtschaft getrübt haben. Hier müssen und hier werden wir konsequent einschreiten. Allerdings spiegelt die oftmals sehr kritische Berichterstattung die Realität in den allermeisten Fällen nicht wider. Die Landwirte sind für die gesellschaftlich gewünschten Veränderungen bereit. Dafür braucht es allerdings verlässliche Rahmenbedingungen. Zur Planungssicherheit gehört auch eine finanziell gut ausgestattete gemeinsame Agrarpolitik, über die wir unsere regional verwurzelten Landwirte fördern wollen. Ich danke Ihnen, Frau Bundesministerin, dass Sie hierfür bereits am Montag in Brüssel einen Pflock eingeschlagen haben. Es gibt aber auch Bereiche, in denen sich der Staat verzetteln kann. Nehmen wir zum Beispiel unser Baurecht. Gerade junge Landwirte haben damit große Schwierigkeiten in der Praxis. Investitionen sind kaum noch möglich. Hier müssen wir neu denken, vor allem wenn es um die erforderlichen Modernisierungen geht.
Denn zur Wahrheit gehört, moderne Ställe führen zu mehr Tierwohl und dieses schafft Akzeptanz. Wir müssen aufpassen, dass durch Verbote die aktuelle Weiterentwicklung der Landwirtschaft nicht konterkariert wird. Unsere Verantwortung ist es, den Wandel konstruktiv zu begleiten. Wir wollen Landwirtschaft verändern, ohne sie abzuschaffen. Produktionsverlagerungen ins Ausland helfen weder den Landwirten noch den Verbrauchern und erst recht nicht den Tieren. Deshalb wollen wir eine Haltungskennzeichnung einführen. Damit leisten wir einen Beitrag für mehr Tierwohl und stärken die Verbindung zwischen Erzeuger und Verbraucher. Heute können diese mit ihrer Kaufentscheidung kaum Einfluss auf bestimmte Haltungsformen nehmen. Das wird sich ändern. Verbraucher stimmen mit den Füßen ab, wenn sie die Informationen für selbstbestimmte Kaufentscheidungen haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die bestehenden Brancheninitiativen mit einer staatlichen Haltungskennzeichnung verzahnen können. Mit den 1,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, können wir gerade beim Tierwohl Innovationen anschieben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Unionsfraktion bekennt sich zu einer modernen, wettbewerbsfähigen und familiengeführten Landwirtschaft. Ich bin überzeugt, dass Landwirtschaft in Deutschland eine Zukunft hat. Dafür ist aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz notwendig. Denn die Branche ist viel mehr als nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. Es sind vor allem die vielen Menschen mit ihren unterschiedlichen Berufen, vom Förster über den Winzer, die Jäger, den Tierhaltern, den Fischern bis hin zu den Gärtnern. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Für sie machen wir eine Agrarpolitik, die den Raum für die notwendigen Veränderungen schafft. Und auf diese Arbeit freue ich mich. Herzlichen Dank. Albert Stegemann war das für die Union, Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft. Nächster Redner ist Stefan Protschka von der AfD. Er ist Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, Gott zum Gruße, Frau Ministerin Glöckner. Vorweg möchte ich Ihnen natürlich gratulieren zu Ihrem neuen herausragenden Amt. Und als Weinkönigin haben wir zumindest schon einmal das Wissen, was ein Weinbau in Deutschland betrifft, mit Ihnen. Zu Ihrer Erklärung. Wir haben sehr viele große Worte gehört. Diverses soll geschützt werden, anderes soll gefördert werden. Und überhaupt schöne neue GroKo-Welt, alles ist gut, alles ist systemrelevant. Wovon ich hier aber heute allerdings leider relativ wenig gehört habe, und wenn Sie nicht mit Händen sprechen, dann kriegen Sie es vielleicht auch mit, was ich gesagt habe, wäre nett, wenn jemand mit Ihnen spricht, ist von der Zukunft der örtlichen deutschen Bauern, die mit einem Hof von kleineren und mittleren Größe. Dabei sind es eben diese fleißigen Männer und Frauen, die nicht nur unser Essen und ein vernünftiges Essen auf unsere Teller bringen, sondern vor allem auch unsere Kulturlandschaften hegen und pflegen. Man sollte meinen, dass genau für diese Arbeit, für unsere Bauern, genau ihre Unterstützung verdient hätten. Und tatsächlich sieht es aber eher damit leider schlecht aus. Dabei ist die Lage unserer Höfe mehr als nur bedenklich. Seit Jahren haben wir ein ungebrochenes Höfesterben. Unsere Milchbauern bereiten sich mittlerweile auf die nächste Milchkrise vor und immer mehr Hektar Ackerland sind in Hand weniger Unternehmen. An dieser Stelle einen freundlichen Gruß an die Kollegen aus der Linkspartei, die ja trotz sorgfältig gepflegter Robin-Hood-Attitüde aber so rein gar nichts dagegen einzuwenden haben, dass die ehemaligen VEB-Betriebe in Mitteldeutschland gnadenlos ihre Größe ausnutzen und die kleinen Bauern immer mehr wegnehmen. Aber vermutlich läuft es bei Ihnen unter realsozialistischer Traditionspflege, meine Damen und Herren. Aber zurück zum Thema und zurück zu Ihnen, Frau Glöckner, Frau Ministerin. Seit Jahren legt auch Ihre Partei unseren kleinen und mittelständischen Bauern immer mehr Fesseln an. Gülleverordnung hier, Pestizidverbote da, angeblich alles im Namen des Umweltschutzes. Aber tatsächlich versucht die deutsche Umweltpolitik seit Jahren die Probleme zu lösen, die ohne die zunehmende Konzentration der Fläche bei einigen wenigen Großbetrieben ansiedelt, vermutlich gar nicht vorhanden werden. Weil der beste Umweltschutz bleibt die kleinräumige, familiäre, gepflegte Landwirtschaft, in der regional verwurzelte Bauern. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Blinkert? Ja, gern.
Oh, darf man einen AfDler nicht mehr zwischenfragen? Oder muss man sich sagen, was das denn soll? Na, anscheinend. Sie schauen mich aber gerade an. Ja, dann reden Sie auch mit mir. Danke, finde ich sehr nett. Herr Protschka, Sie kennen sich ja sehr gut in der ostdeutschen Landwirtschaft, weil Sie aus Bayern kommen, aus, nehme ich an. Ihnen ist sicherlich bekannt, dass die Produktionsgenossenschaften in Ostdeutschland ein Zusammenschluss von Genossenschaftsmitgliedern sind, die gemeinsam ihre Landflächen bewirtschaften, die gemeinsam im genossenschaftlichen Eigentum produzieren und dass Sie dies gleichsetzen mit konzernartigen Agrargroßbetrieben, die einem Einzelnen gehören oder den Westgesellschaften, ist nicht sachgerecht, beleidigt unsere Landwirtinnen und Landwirte, die in Gemeinschaftsarbeit ihre Felder bewirtschaften, auch wenn es große Flächen sind. Aber es sind Genossenschaften, die zusammenstehen, die zusammenarbeiten, und das ist gut so. Sehr geehrter Kollege, wenn Sie mir zugehört hätten, dann hätten Sie auch gehört, dass ich nicht von den LPGs gesprochen habe, sondern von den ehemaligen VEBs-Betrieben, die nach der Wende übernommen worden sind und die jetzt ihre Größe ausnutzen und die kleinen bäuerlichen Betriebe auch im Osten aufhören. Und wenn Sie sich mal Zeit nehmen, können Sie sich auch mal mit dem Bauernbund zusammensetzen. Der wird Ihnen das auch bestätigen und kann es Ihnen vorlegen. Danke für die Zwischenfrage. Aber jetzt machen wir weiter. Wir waren beim besten Umweltschutz. Das ist einfach die kleinräumige Landwirtschaft. Und warum? Weil der Bauer mit Sicherheit auf seinen eigenen Boden schauen wird und ihn so pflegen wird, dass ihn seine Kindeskinder auch noch nutzen können und damit ernähren können. Aber was haben wir stattdessen? Immer größere Betriebe und Höfe sterben. Mitverantwortlich ist dafür im Übrigen auch der Hang zum Freihandel, den ja fast alle Parteien hier drin haben, außer wir. Wenn ich an die Abstimmung des anstehenden Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten denke, dann darf es mir ganz ehrlich am Mangel. Denken Sie denn wirklich, dass der deutsche Bauer aus Niederbayern oder wie bei Ihnen aus der Pfalz profitiert davon, wenn er mit einem Kollegen aus Argentinien mithalten muss, der gleichzeitig weniger Umwelt- und Sozialauflagen erfüllen muss und für einen Liter Diesel um einiges weniger zahlt als wie der deutsche Bauer? Das ist mir. An dieser Stelle auch übrigens den Hinweis an die sonst so menschenrechtsbewegten Fraktionen da im Haus, dass mit dem Freihandelsabkommen auch Produkte auf den deutschen Markt kommen, mit dem ein Genozid an den Ureinwohnern Nordargentiniens erkauft wird, scheint darin niemanden zu interessieren. Aber wenn es nicht interessiert, das ist Rassismus. Das ist Rassismus, meine Damen und Herren. Noch mal ein Satz. Ich sehe, dass meine Zeit schon fast abgelaufen ist. Ich hätte noch viel mehr dazu zu sagen. Ihre Regierung, ich darf länger reden, wenn auch das die Grünen immer wieder dürfen. In einen Satz, Frau Ministerin, Ihre Regierung schafft auf der einen Seite ein Heimatministerium und sorgt aber auf der anderen Seite tatsächlich dafür, dass deutsche Heimat täglich vernichtet wird, meine Damen und Herren. Und das ist der pure Wahnsinn. Leider hätte ich noch mehr dazu zu sagen gehabt. Ich hätte zum Herrn Hocker noch was zu sagen gehabt, weil er Unwahrheiten über meine Kollegen verbreitet. Aber ich komme zum Schluss, weil wir schon bei minus 40 sind. Frau Ministerin, Sie sind jetzt verantwortlich für das Schicksal unserer deutschen Bauern. Bitte verhalten Sie sich in Zukunft so, dann werden wir gut zusammenarbeiten. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wollte ich Ihnen noch mal mitteilen, dass wir nach wie vor auf die Pressekonferenz aus Brüssel warten. Die wird gegeben von Angela Merkel und Emmanuel Macron gemeinsam nach dem EU-Gipfel, der gestern und heute in Brüssel stattfand. Und gleichzeitig, haben Sie es gelesen im Lauftext, sind dort unerfreuliche Ereignisse in Südfrankreich zu vermelden. Auch darüber werden wir sicherlich Sie in späteren Sendungen informieren können. Hier geht es jetzt weiter mit Johann Saathoff von der SPD. Ernährung und Landwirtschaft, Aussprache nach der Regierungserklärung der neuen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Für Deutschland agieren die ländlichen Räume, dann werden wir die Ideen der Menschen unterstützen und das Ehrenamt besonders fördern. Das ist löblich, keine Frage. Aber wir müssen miteinander konstatieren, dass die ländlichen Räume sich nicht so entwickelt haben. Auch in den letzten 4 Jahren müssen wir das ehrlich eingestehen, wie wir das gerne gehabt hätten. Und wenn man in Ostfriesland sagt, ländliche Räume, dann sagt man, was kostet mir das und was habe ich davon? Und in dieser Frage müssen wir mal gucken, wo ist eigentlich das Problem, dass sich die ländlichen Räume nicht so entwickelt haben? Es hat aus meiner Sicht der falsche Fokus auf
ländliche Räume gelegen. Ich glaube, dass es wesentlich darauf ankommt, dass Wertschöpfung möglich ist in den ländlichen Räumen, dass Arbeit möglich ist, dass Menschen in den ländlichen Räumen Arbeit finden. Und das hat was damit zu tun, dass der Mittelstand gefördert wird, dass kleine Unternehmen gefördert werden, Start-ups in ländlichen Bereichen gefördert werden und dass die Förderung des Handwerks auch stattfindet. Dass wir zum Beispiel nicht nur Milch produzieren in ländlichen Räumen, sondern dass wir sie auch veredeln und dass wir regionale Vermarktung stattfinden lassen und diese massiv fördern. Regionale Produkte. Haben Sie mal versucht, ostfriesische Milch zu trinken? Das wird Ihnen nicht gelingen. Und ich finde, das ist trotzdem ein wichtiges Produkt, weil ich ganz sicher bin, Sie wollten das eigentlich alle trinken. Regionale Milch könnte zum Beispiel dann auch an bestimmten Kriterien liegen. Nicht über 100 Kilometer transportiert, gentechnikfrei, Kühe nicht enthornt, Zweinutzungsrinder. Da kann man Qualitätsstandards festlegen, die die Menschen, glaube ich, auch nachfragen und haben wollen. Genauso wie es das für regionale Milch gibt, kann es das auch für regionales Fleisch geben, aber auch für regionale Tourismusförderung, wo man eben bewusst auch mit einem ökologischen Fußabdruck, der nicht enorm ist, auch seinen Urlaub verbringen kann und eine schöne Zeit in der Familie erleben kann. Und was gehört dazu? Dazu gehört Infrastruktur, und daran mangelt es, meine Damen und Herren. Straße, Schiene, Wasserstraße, aber vor allen Dingen auch öffentlicher Personennahverkehr. Versuchen Sie mal bei uns mit dem Bus zu fahren, dann brauchen Sie verdammt viel Zeit. Dazu gehört Breitbandausstattung. Herausforderung bei der 5G-Ausschreibung, vor der wir stehen, wo wir sagen wollen, wir wollen Precision Farming haben, Frau Ministerin. Ja, aber das können wir nur haben, wenn wir auch eine vernünftige Breitbandabdeckung haben. Und da fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Das ist so, wie wenn Sie versuchen, sich mit einem Handtuch zuzudecken. Egal, wo Sie die Decke hinziehen, irgendwas ist immer kalt. Und dazu gehört natürlich auch Gesundheitspolitik, denn wir haben das Problem in ländlichen Räumen schon längst, dass wir keine Möglichkeit mehr haben, einen Hausarzt zu finden oder die Krankenhausversorgung nicht mehr ausreichend ist. Und wenn dann der Hinweis auf Telemedizin kommt, dann ist das für uns nicht ernüchternd, sondern eher besorgniserregend. Wir haben Ursachen und Symptome vielleicht auch verwechselt zu lange über die Zeit. Wir haben über demografische Entwicklung gesprochen, und dem müssten wir entgegenwirken. Aber Demografie ist das Symptom. Die Ursache ist die fehlende öffentliche Infrastruktur, und darauf müssen wir eine neue Antwort finden. Das Ministerium für die ländlichen Räume hatte ich schon mal in einer meiner Reden gefordert. Und ich finde auch, dass es immer noch richtig ist, ein Ministerium für die ländlichen Räume zu fordern, jedenfalls richtiger als eins für Heimat zu fordern, weil dort eine Zersplitterung stattfindet und keine Bündelung. Wir brauchen so ähnlich wie in der Frage der Energiepolitik Sektorkopplung, brauchen wir auch hier eine Kopplung von verschiedenen Ministerien und Institutionen. Wir haben allein 5 Ministerien, die sich mittlerweile damit beschäftigen, wie ländliche Räume gefördert werden. Landwirtschaft, Innen-, Finanzen, Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur. Und wir haben Zuständigkeiten des Bundes und der Länder. Wenn sich die Menschen in meiner Region fragen, warum wollen eigentlich alle die ländlichen Räume fördern und warum merken wir das nicht im ländlichen Raum, dann hat das etwas mit dieser Zersplitterung der Zuständigkeit zu tun. Deswegen brauchen wir diese viel zitierte Sektorenkopplung auch endlich bei der Förderung der ländlichen Räume, damit diese Hilfe dann auch dort ankommt, wo sie hingehört, in den ländlichen Raum. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin hier in der Debatte kommt von der FDP, die stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, Carina Konrad. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerin Julia Klöckner. Ich freue mich wirklich und gratuliere Ihnen auch recht herzlich zu Ihrem neuen Amt als Landwirtschaftsministerin in Deutschland. Und das tue ich nicht nur, weil Sie auch aus Rheinland-Pfalz kommen, sondern auch, weil ich glaube, dass Sie wissen, welche Sorgen und Nöte die Landwirte in Deutschland umtreiben. Doch ich kann Ihre Spitze eben nicht außen vor lassen, denn es sind besonders die Landwirte, die nach dem Jamaika ausgesagt haben, Gott sei Dank habt ihr uns vor den grünen Ideologen bewahrt. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Was Heraklit bereits 500 vor Christi wusste, das gilt bis heute besonders und vielleicht ganz besonders für die Agrarwirtschaft, auch bei uns hier. Wir sind alle satt. Die Regale in den Supermärkten sind voll. Und das ist auch gut so. Und das soll auch noch für unsere Kinder und Enkel so bleiben. Und die Zahl der Betriebe sinkt weiter. Auch das ist die Wahrheit.
Allein seit 2010 haben fast 30.000 Betriebe die Hoftüren für immer geschlossen. Das führt natürlich zu Veränderungen. Und wer mit Scheuklappen durchs Leben läuft, sieht die Chancen links und rechts vom Feldrand nicht. Wir können den Wandel nicht aufhalten, aber wir können ihn gestalten. Und da hilft es nichts, Angst zu verbreiten und mit Kampfbegriffen und Forderungen nach mehr Verboten, mehr Gesetzen, mehr Regeln und mehr Auflagen zu kommen. Denn das verunsichert die Verbraucher und das nimmt auch noch dem letzten Landwirt die Lust an der Arbeit und auch wirtschaftlich einfach die Puste. Wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen. Natürlich wollen wir alle gutes und gesundes Essen. Und das haben wir auch. Für jeden, ich fand das Wort schön, individuellen Ernährungsexperten in Deutschland findet sich heute das Richtige in unseren Regalen. Doch was wir gerne vergessen, ist, dass unsere Lebensmittel viel mehr wert sind, als sie uns alle kosten. Was ich damit meine, ist, dass die Landwirte und ihre Familien in Deutschland nämlich noch ganz nebenbei unsere Kulturlandschaft prägen. Sie engagieren sich in der Dorfgemeinschaft, in der Feuerwehr, vor Ort, in den Vereinen, im Sportverein und sind damit ein unverzichtbarer gesellschaftlicher Mehrwert, von dem wir alle profitieren. Statt sie mit Bürokratie zu belasten, nur mal als Stichwort die Düngeverordnung, müssen wir sie entfesseln, damit sie ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen können. Denn Müsli wächst nicht auf dem Schreibtisch. Wir Freie Demokraten wollen Trendwenden in der Landwirtschaft, auch aktiv gestalten, damit die Landwirte auch in Zukunft von ihrer Hände Arbeit leben können und bleiben und dass die Verbraucher sichere und gesunde Lebensmittel in den Regalen finden. Liebe Frau Klöckner, wir sind konstruktive Partner an Ihrer Seite als Freie Demokraten, wenn Sie dabei helfen, dieses Spannungsfeld, was wir einfach zwischen Verbrauchern und Landwirten haben, zwischen Stadt und Land haben, wenn Sie helfen, dieses Spannungsfeld zu überbrücken, wenn Sie uns helfen, dabei die Landwirte zu unterstützen, indem Sie bürokratische Fesseln entfernen. Ich sage nur mal, die Zulassungsstau bei Pflanzenschutzmitteln auflösen und sich auch gegen nationale Alleingänge bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln stellen. Und wenn Sie keinen Unterschied machen zwischen ökologischen und konventionellen wirtschaftenden Betrieben, dann sind wir Ihre Partner. Vielen Dank. Tja, nach einer längeren Aufzählung von Carina Konrad kam dann noch der Zusatz, dass man dann mit der Landwirtschaftsministerin gemeinsame Sache machen wird. Mal sehen, ob die Landwirtschaftsministerin diese Bedingungen alle erfüllen kann. Marlene Mortler jetzt von der CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer kennt hier eigentlich noch seinen Bauern um die Ecke? Wer weiß genau, was er macht, wie und warum er Landwirtschaft betreibt? Gefühlt ist diese Ecke aus meiner Sicht weit, weit weg von der Realität. Und wenn ich mir die Rede von der Kollegin von Die Linke noch mal vor Augen halte, dann umso mehr. Und liebe Kollegin von Die Linke, ich nehme hier und heute Bayern nur einmal in den Mund. Bayern hat ein Drittel der Betriebe, der landwirtschaftlichen Betriebe in unserem Land, nicht, weil sie besonders groß sind, sondern weil sie leistungsfähig sind und weil eine Staatsregierung dahinter steht, die sagt, wir unterstützen unsere Betriebe neben dem Bund in ihrer Vielfalt. Das ist aus meiner Sicht glaubwürdige Politik. Das Wissen über Landwirtschaft aus erster Hand halte ich in einer Zeit medialer und digitaler Möglichkeiten und Manipulationen, sprich Fake News, für zwingend notwendig. Miteinander statt übereinander reden, Brücken bauen statt Brücken abreißen, Brücken bauen zwischen Landwirtschaft, Gesellschaft und uns, der Politik. Das ist unser Motto, das ist mein Antrieb, neue Wege gehen und auch Landwirtschaft und Umwelt versöhnen. Meine Damen, meine Herren, es ist spannend und es ist faszinierend und es ist vor allem aufregend, im positiven Sinne in die Arbeitswelt unserer Bauern und Bäuerinnen wirklich mal in der Realität einzutauchen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich Landwirtschaft seit Jahrzehnten betreibe und begleite. Nun hat mein Sohn und seine Familie Verantwortung.
In diesen Jahrzehnten gab es gewaltige Umbrüche. Für mich ist aber eines unverändert geblieben. Schon damals galt, wenn es meinen Tieren gut geht, dann geht es auch dem Betrieb gut, dann geht es auch meiner Familie gut und dann geht es auch mir gut. Deshalb appelliere ich an dieser Stelle an alle, sowohl an die Tierhalter als auch an die Verbraucher. Nehmen Sie Ihre Verantwortung ernst. Und trotzdem, damals gab es enge, dunkle Ställe. Das war kein Aufreger in der Öffentlichkeit. Heute reden wir über großzügige, lichtdurchflutete Ställe. Das ist ein Aufreger. Damals hat man Pflanzenschutzmittel nach dem Motto eingesetzt, viel hilft viel. Ähnlich war es bei der Düngung. Zwischen damals und heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, gab es aus meiner Sicht einen kleinen Quantensprung. Düngung, also Nahrung für die Pflanze, erfolgt nach Bedarf, nicht zu viel, nicht zu wenig. Digitalisierung und modernste Technik hilft dabei. Aber wir können ja noch besser werden und wir müssen es auch. Beim Pflanzenschutz war es genauso. Heute sagen wir Wissenschaft und Landwirtschaft Hand in Hand. Das Ziel, unser Ziel ist immer, egal ob bio oder konventionell, oder sind gesunde Pflanzen durch optimale Versorgung, durch Profis, durch gelernte Landwirte. Das bedeutet für mich nachhaltige Landwirtschaft. Auch über unsere Ernährung, über unser Ernährungsverhalten wissen wir heute so viel mehr als früher. Trotzdem werden die Menschen krank wegen Fehlmangel über falsche Ernährung. Immer mehr definieren ihr Sein, ihr Anderssein über ihre besondere alternative Ernährung. Damit ist klar, jeder kann aus meiner Sicht und soll essen, was er will, ja. Aber für mich gilt immer noch, die beste Medizin ist eine abwechslungsreiche, eine bedarfsgerechte Ernährung, möglichst frisch, saisonal und regional. Darum finde ich es klasse, dass unsere Ministerin mit ihrer fulminanten Rede nicht von Verboten gesprochen hat, sondern von mehr und gezielter Aufklärung, von Wahrheit und Klarheit, auch bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Wahrheit und Klarheit fordere ich auch bei privaten Einbruchskommandos in Tierställe. Es kann nicht sein, dass unter dem Vorwand der Recherche für den Tierschutz Recht gebrochen und das auch noch begrüßt wird. Wehret den Anfängen. Diese Aktionen müssen wir ohne Wenn und Aber verurteilen und verfolgen. Und dieser traurige Höhepunkt, dass man zuletzt in die Privaträume der Ministerin in Nordrhein-Westfalen eingestiegen ist, das private Netzwerk gehackt hat, den Fernseher manipuliert hat, da ist für mich auch wieder eine kriminelle Grenze eindeutig überschritten worden. Ich rufe an dieser Stelle, liebe Christina Schulze-Vöcking, wir stehen hinter dir. Es kann und darf nicht sein, dass Minister auch noch dafür büßen müssen, dass sie und wenn sie mit praktischem Sachverstand ins Amt mitbringen. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, meine Damen und meine Herren, dann wird es gefährlich. Darum danke ich an dieser Stelle allen Bauern und Bäuerinnen, die jeden Tag ihr Bestes geben, hart dafür arbeiten, dass wir unser tägliches Brot sicher, ja, und jederzeit verfügbar haben. Unsere Aufgabe ist es deshalb, unsere Aufgabe ist es deshalb, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft unsere Bauern im Wettbewerb sowohl auf dem Wochenmarkt als auch dem Weltmarkt ihre Chancen nutzen können, dass sie ihren Beitrag zum Klimaschutz weiter leisten können und dass sie im Sinne der Betriebe Bürokratieabbau wirklich erleben. Das heißt, dass es aus unserer Sicht kein Lippenbekenntnis bleiben darf. In diesem Sinne komme ich zum Schluss. Das ist gut. Ich bedanke mich, Herr Präsident, dass Sie so großzügig mit mir umgegangen sind. Mit Blick nach vorne. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest, gesegnete Ostern, viele Ostereier, aber übertreiben Sie nicht.
Ja, aber soweit ist es hier noch nicht im deutschen Parlament. Zunächst geht es hier um den Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Da wird mit Rainer Spiering von der SPD hier der letzte Redner gerade aufgerufen. Aber dann geht es hier noch munter weiter. Also bis Ostern, da dauert es noch ein wenig. Rainer Spiering. Liebe Gäste auf den Tribünen und sehr geehrte Abgeordnete, Damen und Herren. Wenn wir hier heute über die Generaldebatte sprechen, Ernährung und Landwirtschaft, dann lassen Sie mich im Moment bei dem vermutlich größeren Bereich Ernährung verweilen. Und Frau Ministerin, ich habe eine große Bitte. Wir haben in diesem Bereich sehr, sehr viele Beschäftigte. Und wenn wir partiell im Bereich Ernährung und Landwirtschaft auch gesellschaftlichen Unmut spüren, dann hat es, glaube ich, auch eine Menge damit zu tun, dass alles das, was Geld wert dort produziert wird, ich glaube, für die Menschen, ob das nun der Landwirt ist, der Bäcker ist, der Fleischer ist, aber vor allen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht auskömmlich ist. Und ich würde Sie dringend darum bitten, auf die Arbeitsgegebenheiten der vielen, vielen Beschäftigten in diesem Bereich, in diesem riesengroßen Bereich, wir sprechen von jedem achten Beschäftigten, dass Sie Ihr Augenmerk darauf legen und dafür sorgen, dass diese Menschen von ihrem Lohn, den sie bekommen, auch leben können. Das wäre mir ein großes Anliegen. Wir haben im Koalitionsvertrag viele Punkte, die Ihnen bekannt sind, angesprochen. Ernährung, Tierhaltung, Tierwohl, Verbraucherschutz, ländliche Räume, die ich finde, Johann eben toll dargestellt hat, Landwirtschaft. Und wir haben eine Art Präambel formuliert. Agrarpolitik soll sich an gesellschaftlicher Veränderung und Wünschen orientieren. Der Frage müssen wir uns in der Tat jetzt wirklich stellen, ob wir das tun. Lassen Sie mich so einen kleinen heimatlichen Bezug herstellen. Ich gehöre nicht mehr zu den ganz Jüngsten. Ich komme aus dem klassischen Bereich, kein Mitleid, Arthur. Ich komme aus dem klassischen Bereich einer kleinstrukturierten Landwirtschaft, kleine Höfe, kleine Flächen, viel Arbeit, viele Hände, Fleiß und auch Erfolg. Und dann ist es eine Region gewesen, wo dann auch der landwirtschaftliche Maschinenherstellerbereich seine Heimat gefunden hat. Und dieselben Landwirte haben produziert, getan, gemacht und stellen heute fest, dass sie im gesellschaftlichen Fokus in der Kritik stehen, am Pranger stehen und fragen sich, was ist eigentlich passiert? Ich habe doch meinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt geleistet. Was passiert da? Und ich glaube, viele von uns, gerade große Verbände, haben die Macht der Medien und die Macht der Information bei weitem unterschätzt. Die Menschen in unserem Land wollen saubere Luft, sauberes Wasser, sauberer Boden. Und darauf, Kolleginnen und Kollegen, haben Sie Anspruch. Und jetzt ist die große Frage, wenn diese Sensibilität da ist, wenn die Aufmerksamkeit da ist, können wir das System gesund reden oder können wir unseren Beitrag dazu tun, dass das System in seiner Vielfalt besser wird? Also die Frage, die sich mir hier übrigens auch stellt, wo ich sehr aufmerksam zugehört habe, Kolleginnen und Kollegen, ist das Verharren der richtige Weg? Und zu sagen, ja, wir haben das und das erreicht. Kollegin Mortler, alles das, was im Düngerecht passiert ist, alles das, was im Pflanzenschutz passiert ist, alles, was in Digitalisierung von Landwirtschaft passiert ist, beruht am Ende des Tages auf Gesetzgebung, wo wir es am Ende des Tages über Gesetze erzwungen haben und Erfolg gehabt haben. Und das muss man klar sagen. So, und das heißt, die Zukunftsmusik kann nur da spielen, wo Innovation stattfindet. Ich war in den letzten beiden Tagen beim Fraunhofer-Institut und ich war bei Bitkom. Ich fand die Zahlen imponierend. Fraunhofer kann belegen, dass er mit 1 Milliarde Euro Forschungsgeld 20 Milliarden Euro wirtschaftlichen Umsatz generiert. Und dann haben die dargestellt, in welchen Bereichen sie gut sind. Maschinenbau, Automotive, Kommunikation, Logistik. Und dann haben sie einen Bereich dargestellt, wo die Luft nach oben gigantisch groß ist. Landwirtschaft. So, das heißt, wir müssen unseren Augenmerk darauf legen, wo wir da viel besser werden können. Das, was die Ministerin angesprochen hat von Digitalisierung der Landwirtschaft, das ist der Bereich, wo der Schlepper sich auf dem Acker befindet. Wir müssen da viel besser werden.
Wir müssen auch darüber nachdenken, in dem Sinne, wie Johann Saathoff argumentiert hat, können wir nicht Kraft der IT, können wir nicht Kraft der Datenvernetzung, können wir es nicht hinkriegen, regionale Vermarktung viel besser zu machen? Ich mache übrigens auch noch einen weiteren Hinweis, weil Sie Tierwohl angesprochen haben und Tiertransporte. Und jetzt denke ich mal sehr kreativ. Was ist eigentlich, der LKW wird sowieso überwacht über TorCollect. Was ist eigentlich, wenn ich eine Digicam hinten in den Transporter mit dem Blick auf die Tiere richte und wenn ich das dokumentiere, was ist dann? Welche Möglichkeiten habe ich dann der wesentlich besseren Kontrolle? Da müssen wir drüber nachdenken und diese Möglichkeiten nutzen. Und wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und dann lassen Sie mich dazu überreden, einen kurzen Moment, Herr Präsident. Wir haben eine Stellschraube. Der Haushalt Landwirtschaft bei 340 oder 350 Millionen Euro Forschungsgeld ist dafür viel zu klein. Wir brauchen im Verbund mit den großen Forschungseinheiten Leibniz, Helmholtz, Fraunhofer Institut und wir brauchen eine Umschichtung der GAP-Mittel, und zwar dringend. Zurzeit wird bei der GAP Fläche, das heißt Eigentum, belohnt und nicht Innovation. Und solange wir nicht Innovation fördern, solange wir nicht den Mut haben, Innovation zu fördern, so lange wird die deutsche Landwirtschaft leider unter Druck sein. Es tut mir leid. Herzlichen Dank, frohe Ostern, ein gutes Fest. Dankeschön. Rainer Spiering war das und er war gleichzeitig der letzte Redner im Bereich Ernährung und Landwirtschaft.